Jetzt Dominik, ich habe zwei Gäste bei mir, die zum ersten Mal an einem Autorennen sind. Dominik Rinderknecht und Tammy Glauser. Was erwartet ihr von diesem Tag heute? Ich bin total ohne Erwartungen gekommen. Ich bin jetzt wirklich mega gespannt, eben weil es das erste Mal ist. Und auch wie das Ganze tönt. Ich finde es im Moment recht laut. Ich dachte, es ist unleislich. Ja, also recht laut. Ich glaube, verhältnismäßig zu der anderen Formula ist es auch sehr leise. Im Vergleich zu der anderen Formula. Tammy ist eine Bernerin. Wie gefällt dir deine Stadt verkleidet im Rennkostüm? Ah, mir gefällt es gut. Ich finde es geil, wenn so viel los ist in der Stadt. Und überall hat es irgendwelche Sachen, wo man hergehen kann, ein Bierli trinken oder herhöckeln, auf ein Screen schauen. Ich finde es spannend. Es hat so ein bisschen das WM-Feeling fast. Ja, voll. Was mir in diesem Zusammenhang natürlich muss fragen, ist, wie ihr beide Autofahrer. Die sind beide etwa die mit dem Auto unterwegs. Wer ist die bessere Autofahrerin? Wir sind beide gut. Wirklich. Aber wir fahren, glaube ich, sehr anders. Sie ist ein bisschen chilliger. Ja, und ich bin ein bisschen Landstrasse. Sie fährt lieber so landstrassenmässig. Ja, wo man kann racen. Ich werde geborene Formula E-Fahrerin. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wie hast du es mit den Bussen, wenn du so ein bisschen im Rennfieber bist? Ganz viel schon gehabt. Parkbus. Ja, vor allem Parkbus. Aber ja, es wird halt schnell mal sehr teuer. Und dann habe ich irgendwann gefunden, komm, es lohnt sich eigentlich nicht zu schnell fahren. Ja. Für dich, Tammy, ist ja jetzt noch schwierig, oder? Als Politikerin ist natürlich so ein Ereignis auch ein bisschen eine heikle Geschichte. Was sagst du jetzt da, oder? Lastwagenweise fahren da Zeug her und so. Aber du scheinst da ziemlich entspannt zu sein. Ich bin immer entspannt. es muss ja gleich etwas passieren. Und abgesehen davon bin ich ja noch keine Politikerin. Also schauen mal, jetzt bin ich einfach da mal zum Entertainment. Und man muss ja gleich Sachen machen. Also, ja, ich finde es cool. Und das ist ja ein Formula E-Rennen. Bei Formula so wäre jetzt vielleicht... Genau, darum finde ich, das ist etwas, was man unterstützen kann. Ja, eben, es kommt immer darauf an, von welcher Seite dass man das anschaut. Ich meine, das fördert ja dann auch wieder irgendwie den Bern-Tourismus in dem Sinn. Es kommen viele Leute an, auch viele Leute haben die Freude. Also, ja, eben, es kommt immer darauf an, von welcher Seite. Eher eine E-Karre zu kaufen als eine normale. Genau. Wenn du mal das hast gesehen, wie die abgehen. Ja. Also. Ihr argumentiert schon wunderprächtig. Ich kann noch gar nicht in eine politische Diskussion verwickeln. Das sind sie, geniessen, dass sie auch schön sind, ja, und schnell vorbei. Merci.